Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Volcano Blog. Ja, ihr seht ja noch einen kleinen Timelapse, zumindest den Ende des Timelapse, wie ich dann doch jetzt mal mich dazu durchgerungen habe, eine Energion Farm zu bauen. Auch so ein bisschen in hübsch und vor allen Dingen auch, dass man von Etage zu Etage kommt, um eben überhaupt das Ding überhaupt bauen zu können. Warum das Ganze? Ja, wir brauchen für den Nethastar Dysprosium. Das ist so ähnlich. Ich glaube, Dysprosium, genau. Dysprosium. Wir brauchen ja nicht nur Lutetium und Hydrogen und Titanium und Venium. Nein, wir brauchen auch Dysprosium. Und das hatte sich so ein bisschen versteckt. Ich dachte, es wäre Hydrogen. Aber nein, das war Dysprosium. Genau. So, die Farm. Ist jetzt fertig gebaut und ich springe einfach mal jetzt rein in die eigentliche Folge. Ja. Sieht ganz gut aus, ne? Eigentlich sieht scheiße aus, ne? Aber ja. Man kann sich schön reden. Dysprosium. Ja, die ganze Zeit hier immer die Kristalle abhacken. Das ist ja auch ein bisschen nervig, ne? Wir gucken jetzt mal, dass wir die noch loswerden. Cutter haben wir noch 9 Stück. Können wir den ganzen Rest vom Bauen nochmal wegpacken? Ich hatte auch versucht, mir Seile zu bauen, um irgendwie besser hochzukommen, aber das war dann irgendwie auch ungünstig. Das hat sich nicht so richtig angeboten. Während des Bauens. Die eigentliche Farmeffizienz besteht darin, dass man so lange darum baut, dass unten die Kristalle, die man händisch hingelegt hat, auch wieder nachgewachsen sind. Ja. Hätte eigentlich irgendwas bauen können in der Zeit. Und man hätte dann trotzdem Kristalle gehabt. Aber man will ja nicht immer so viel Eisen ausgeben und hier die ganze Zeit händische Eisen kann man ja umwandeln zu für Ferramium und auch über Dust, über diesen Energion Dust. Und Eisen im Kalkulator. Aber das bringt uns nicht weiter. So. So, dann zeig mal her. Energy und Dust. Hier sollte jetzt wieder voll sein, ne? Ja. Und gecrushed wird ja die ganze Zeit. Energy und Crystal Seeds, wenn er die ganze Zeit gecrushed hier. Oh komm, ich glaube, ich nehme mal ein Stack raus, Sicherheit. Nur falls die Farm zu langsam ist und ich dann auch nochmal händisch was anbauen möchte, lasse ich es mal einfach hier trotzdem noch händisch. Dass ich noch ein paar Seeds habe. Yum, 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 yum. So. Also. Dann nehmen wir uns mal Dust. Und den Dust machen wir am Chemical Solver mal zu Dysprosium. Katastrophium. Keine Ahnung. DW. Und damit sollen wir das ganze Rezept jetzt hoffentlich fertig haben. Nethastar Rezept. Lutetium. Ich hatte doch schon längst Lutetium. Ach nein, hatte ich noch nicht, genau. Wir müssen noch die Chorusfrüchte backen, die weiteren. Und die müssen wir dann auch noch. Poppt Chorus Fruit war das doch, ne? Genau. Habe ich überhaupt schon meine gegessen? Kann man die essen? Sieht aus wie Popcorn. Nein, ich kann es nicht essen. Das ist ja gemein.
Ah, süß. Eine einzige Poppy habe ich noch. Also, eine crushed Kokosfrucht kommt auch noch rein. Das kommt nicht hier in den Chemical Dissolver. Warum nicht? Ach so, ja genau, weil man muss daraus erst noch. Hier solche Blöcke bauen. Geilo. Oh, eigentlich auch schöne Baublöcke, oder? So, aber jetzt. Jetzt kriegen wir Lutetium. Ja, verdammt. Jetzt haben wir doch mal wirklich alles, oder? Lutetium. Das reicht eigentlich nur genau für einmal das Rezept, ne? Dann scheinbar. Und dann machen wir das Rezept jetzt einfach erstmal einmal. Dann brauchen wir Titanium. Wir brauchen mehr gepoppte Früchte, ganz klar. Titanium. Und die Tester. So, haben wir hier meinen Favoriten. Nee, das da, Titanium, Mendelvenium und Dysprosium oder was? Mendel, Dysprosium und Isse. Ah, hier. 1, 2, 3, 4, 5 mal Hydrogen. Hydrogen. 1, 2, 3, 4, 5. Netastar haben wir immer noch nicht im Inventar. Ne? Die Maschine rattert die ganze Zeit. Ich hätte noch ein bisschen mich hier rangestellt, AFK gekoppelt mal. Da habe ich mal geduscht und habe einfach etwas schweres Teil auf mein Schiff draufgelegt und als ich direkt an der Koppelfarm war und jetzt habe ich endlich mal genug Koppel, damit die ganze Zeit halt hier auch rausgeballert wird, ne? Das ist ganz nice. Inzwischen habe ich auch schon ordentlich Oha, ganz ordentlich angesammelt. Wow. Ja, heftig. Krass. Allein das hier wären irgendwie wohl mindestens 6 Kisten. 6, 12, 18, 24, 22, 100 Kisten sind das ja in einer Kiste. Kann man auch abbauen, die Chips bleiben drin. Also nicht, keine Sorge, ne? Wenn ihr es abbaut, dann fallen hier nicht 1 Milliarde Chips. Oh nein, dauer 1 Milliarde Chips an der Stelle. Und die despawnen nie. Du kannst nie wieder da langlaufen. Außer Lava. Vielleicht sind die aber lava-resistent. Wer weiß. Aber nein. Ja, wir haben jetzt alles fertig. Nicht lange rumgeschnackelt jetzt hier. Oh, hier, Titanium haben wir schon drin. Also, Resium, Pause, Lock-Resip, Unlock-Resip. Wir machen einfach das, würde ich sagen. Target. Ich hab's hinbekommen. Nidaster. Fantastisch. Was können wir aus dem Nidaster eigentlich machen, so tolles? Außer das. Wir könnten eine Beacon machen. Wir könnten eine Fusion Core machen. Und wir könnten Spectral Eye Amulett. Vielleicht könnte man damit fliegen oder was? Man weiß es nicht. Maven Trap. Monolith of Spawning. Was macht der denn? Increases the amount of natural mob spawns in the chunk. Okay, ja, naja, ja, klar. Gut, Mob Spawning ist scheinbar aus. Na, dann es bringt Increasen nicht viel. Unbreakable Vent.
Unbreakable, wir könnten ein Unbreakable Event machen. Auch nicht schlecht. Und ansonsten, Wetter kontrollieren könnten wir. Und wir sollen den Dark Nitas da machen, ne? Wir brauchen wir Cardium-Blöcke. Wir sollten alles haben. Zeig mal her. Dark Nitas da. Cardium-Block. Eins. Nein. Oh nö. Och, och. Wir brauchen noch ein Cadmium. Cadmium, was war Cadmium nochmal? CD? Haben wir noch CD? Cad. Oh ja, haben wir. Dann können wir das Cadmium ja einfach hier reinballern, ja? So. Nito. Star. Und was fehlt noch? Obsidian Ingot. Haben wir auch nicht mehr, ne? Obsidian Ingot? Aber ich hatte doch irgendeine ganz tolle Methode, wie man, was ist Purified Obsidian? Wie man, Obsidian herstellen kann. Was war's denn gleich? Irgendwas mit Zellulose, ne? Aus Holz. Stimmt, aus viermal Holz. Birkenwood. Birchwood. Hm. Okay, wie viel Zellulose haben wir noch? Was? Wir haben auch keine Zellulose mehr? Was? Was? Zellulose war doch so grün, oder? Bärbel, Aluminium, Silikon, Pickaxe, Starch, Water, Starch. Zeig mal Starch. Was? Wir haben echt kein. Zellulose. Hier, Wheat. Dann hauen wir wieder Wheat rein hier. Machen daraus Zellulose. Für die Zellulose gehe ich mal am besten gleich hier an die Kiste, ne, würde ich sagen. Warte. Zellulose, bevor das jetzt halt übel viel wird. So, dann können wir hier vielleicht das rausnehmen. Und die Zellulose dafür hier reintun. Das ist automatisch da, hat das automatisch reingelandet. So. Zellulose. Und die Zellulose wiederum hauen wir hier rein in das Ding. Also brauche ich noch ein Zellulose. Noch ein Zellulose und eine Karte. Und programmieren. Item. Zellulose als Item auswählen. Karte rein. Ja, was ist denn das für eine Variable Karte? Cool, das. Ah. So. Zellulose und Zellulose bitte einmal hier klein hacken. Nein, 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 nein. Overflow. Pause. Lock Receipt. Nein, da. Nein, nein. Unlock Receipt. Da rein. Wir wollen ja Birkenholz. Nee, warte mal. Da. Nee. Hier. Da. Lockreceive. So, jetzt die Karte rein. Okay, jetzt printen wir Holz. Uff. So viel Sticks. Scheiße, hier müsste doch. Nein! Können wir das auch leeren irgendwie? Wenn an den oberen, ne? Warte mal. Wir nehmen einfach die Kiste weg.
So. Hol eine neue Kiste, die da heißt Crate. Metal Crate. Das ist eine Heavy Metal Crate. Sehr, sehr schwer. Sehr viele Sticks drin. Und wir brauchen Wood, Birken. So. Bam. Holz rein. Bam. Und stellen wir die dahin. Also das nächste, ganze nächste Holz da reingetan und hier die Sticks, würde ich sagen, filtern wir direkt mal leer. Aber dann haben wir hier nicht mehr genug Platz gehabt. Upgrade. So. Zeig mal her. Doch, hier war genug Platz. Überall genug Platz. Überall 1000 Stacks passen rein. 1088, 1088, 1088. Ja, dann schmeißen wir jetzt die Sticks wieder raus. Import ins System. Und ja, wer das ja noch nicht kennt, ich habe hier einen Importer ran gemacht, der einfach alle Items rein importiert. Dadurch kriege ich sozusagen Crates ganz schnell leer und kann sie sozusagen überführen in andere Crates. Jetzt habe ich hier 325 Sticks. Die Kiste kann weg. Na. Gut. So, nehmen wir uns mal 4 Stacks. Dann gehen wir an den Scientific Calculator. Nee, Flawless. Flawless Calculator. Und am Obsidian. Oh. Und der Netherstar soll dann werden zu einem mit 4 Obsidian Ingots. Dafür brauchen wir Obsidian with Iron. Dafür brauchen wir Iron Nuggets. Wir machen einfach mal hier die Hälfte zu Obsidian with Iron und schmelzen den durch. Aber 32 Obsidian Ingots. Und dann können wir theoretisch den Dark Netherstar bauen. Aber damit ich diese Folge Netherstar nennen kann, machen wir Schluss für jetzt. Also, bis zum nächsten Mal. Lasst mir ein Like da. Tschüss und haltet die Ohren steif.